Das einfache Landleben, das Zusammengehen von Mensch und Natur wurde, wie zum Beispiel bei Van Gogh in der Provence oder Gauguin in der Südsee, zum zentralen Thema von Giovanni Segantinis Malerei. Um diese Natur, die Landschaft, das Licht und die Stimmung zu spüren, war ihm keine Mühe zu groß. La Natura malte Segantini wahrscheinlich von verschiedenen Punkten zwischen Murtas Murail und dem Schafberg aus, in Höhen zwischen 2500 und 2700 Metern über Meer. Damals gab es noch keine Bergbahnen, obwohl der Tourismus schon im Entstehen begriffen war. Bergwanderungen von einigen Stunden waren nötig. Zum Schafberg am oberen rechten Bildrand sind es von Pontresina aus über 1000 Höhenmeter. Und die Gemälde konnten abends nicht einfach zusammengerollt und ins Trockene gebracht werden. Die Gemälde, vor allem die großformatigen, mussten am Ort entstehen und über längere Zeit dagelassen werden. Also ließ er sich von einheimischen Handwerkern sozusagen einen Verschlag um die Leinwand herum bauen. Die Leinwand stand auf einem Sockel, der von einer hölzernen Schachtel umgeben war, die man öffnen konnte, wenn er malte, und schließen, damit die Witterung keinen Schaden anrichten konnte. Quando lui andava a dipingere e rinchiudere per non avere problemi con le intemperie, in modo di. So konnte er vor Ort arbeiten und dazu seine Visionen komponieren. Però componendo e ricomponendo.